Seit Jahrzehnten ist der Verein Elektra Göss rund um den Globus unterwegs. Ursprünglich als Fußball-Hobbyverein gegründet, entwickelte sich der Verein immer mehr dahin, die Leobner Bierstadt in die weite Welt zu verbreiten und das in Form von Reisen, die bis ins ferne Südamerika und nach Mauritius, um nur einige zu nennen, führten. Grund genug für den rührigen Obmann des Vereins, Erich Wieser, das 55-Jahr-Jubiläum entsprechend zu feiern. Die Auswahl der österreichischen Fußballlegenden, die sich dann am Jubiläumstag in Göss einfanden, spiegelte das Who is Who des österreichischen Profifußballsports wider. Wobei dann quasi als Auftakt die steirischen Legenden gegen die Austria Topstars am Fußballfeld Aufstellung nahmen und ein Matcherl der besonderen Art lieferten. Waren die Austria Topstars in der ersten Spielhälfte mit 1:2 im Rückstand, sollte sich der Spielverlauf nach der Halbzeit dramatisch ändern. Sportsmanager Erwin Kollmann streifte sich den Dress über und ging mit seiner Mannschaft mit einem 4:2-Sieg vom Feld. Wobei dann Sunnyboy Erwin das Mikro in die Hand nahm und einen Streifzug in die Fußballwelt unternahm. Wir sind nun am Eingang. Wir haben geglaubt, wir brauchen lange, aber wir haben schon den ersten vor uns. Wir haben hier den Arno Meyer. Er hat hier einen Ball vom Kinderturnier vielleicht gestohlen. Nein, der Arno hat ihn erworben und hat schöne Autogramme von vielen Stars. Arno, welche Stars hast du hier auf deinem Ball? Zum Beispiel nur Andi Herzog, Walter Schachner und Ibiza Ossen. Und zweitens, wir haben verloren, weil Schiedsrichter hat heute einen rabenschwarzen Tag gewischt, hat uns nicht 5 Elfmeter gepfiffen für uns und deswegen haben wir verloren. Schauen Sie, der Fußball, der bringt Völker zusammen. Beim Bier kommen die Leute zusammen und wenn dann Fußball und Bier zusammenkommen, dann wird das was Tolles. Speziell, wenn so begeisterte Leute wie die Familie Wieser dahinter sind, der Fußballclub Elektra und wenn Österreichs bestes Bier dahinter steht. Das ist eine tolle Kombination. Das lebt noch mindestens 550 Jahre. Absolut, und darauf können wir sagen, ein gut, besser, Gösser. Neben mir unser absoluter Stargast heute mit Toni Polster und Andreas Herzog. Andi, ich möchte mich vorerst einmal herzlich bedanken, damit du heute mitgewirkt hast, für deine Unterstützung, für deine sämtlichen Interviews, für die Brauerei, für diesen guten Zweck zum 55-Jahr-Jubiläum. Andreas, danke schön. Danke auch für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich gehe davon aus, man sieht lauter glückliche und freundliche Gesichter, dass den Leuten auch viel Spaß gemacht hat. Andi, einfach ein kurzes Danke und ich wünsche noch eine angenehme Nacht im Pfauenhof. Dankeschön. Danke vielmals. Für mich, das war wirklich ein schönes Erlebnis. Ich habe nicht gewusst, dass alle kommen. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Das habe ich wieder Schock gesehen. Polster, Herzog, sogar Mario Haas und Schoppi auch. Lieber Erich, kurze Eindrücke, wie ist dein Tag heute verlaufen? Kannst du positiv über die Veranstaltung denken und hat es dir gefallen? Und ja, für mich hat er ganz schlecht angefangen. Ich habe die Zeitung aufgemacht und lese 70 Liter Wasser auf 1 Quadratmeter, starker Regen in der Obersteiermark. Und wir haben dieses große Fest. Aber es hat sich allen zum Guten gewendet. Es ist alles so abgelaufen. Ich habe mir das nicht so vorgestellt, aber es ist einmalig. Was da geboten worden ist, ist sensationell. Herr Fried, heute leider verloren, aber vor dir war auch eine starke Abwehr, aber trotzdem deine Goliath mit deinen Helber wieder aufblitzen lassen. Herr Fried, gehst du mit mir nach Mariazell oder nicht? Ja, ich meine, wenn ich wusste, dass du sowieso auf Mariazell gehst, dann hätte ich heute nicht verloren. Ich habe dir eigentlich gewinnen lassen, dass du nicht nach Mariazell gehen musst. Und ich würde mich freuen, dass wir vielleicht bei einer nächsten Veranstaltung Andi und Ernst gemeinsam haben und dass wir dann ins Viertelfinale gehen können. Da gewinnt ja dann wieder nichts. Das ist ja wahr. Da gibt es ja dann das Doppelte, was ihr heute gekriegt habt. Aber Ernst, dann spielst du in meiner Mannschaft, deswegen? Nein,
Ich spiele nur mit meinem Bruder zusammen. Aber du spielst trotzdem in meiner Mannschaft? Nein, das spielst du dann in der anderen Mannschaft. Judas, danke schön ernst fürs Kommen und ich hoffe, dir gefällt es. Nein, wunderbar. Muss ich sagen, Fest ist wirklich wunderbar gelungen. Könnte dem Jahr zweimal sein. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute bei der Gösser-Runde. Wir haben eine offene Fußballdiskussion. Es wird heiß diskutiert. Angeblich hat Kurt Gager Walter Schocker-Schachner einen unsanften Schlag von sich gegeben. Und ich hoffe, dass sich die zwei das jetzt in ordentlichster Art und Weise ausreden können. Kurt, was ist da passiert? Ja, ich habe es eigentlich gar nicht mitgekriegt, aber es ist wahrscheinlich so wie früher auch. Ein Schocker kann man auch nur mit dem Alter mit einer gewissen Härte begegnen, weil sonst hat man keine Chance gegen ihn als Verteidiger. Es ist alles gleich geblieben wie vor 20 Jahren. Walter, was ist da wirklich passiert? Ja, er hat eigentlich eh schon alles gesagt. Ich habe es auch nicht mitgekriegt. Nur jetzt sich ist er am Knöchel, weil er so geschwollen ist. Meine Herren, habt ihr schon bei den Kurt Gager seine Wadeln gesehen? Mario, kurze Worte noch. Ich muss leider, ciao. Walter, du als Trainer und sag ich als bekanntester Viererketten-Spezialist Österreichs. Hat sich der Kurt heute in der Viererkette richtig verhalten oder vielleicht ein bisschen statisch? Oder? Nein, er hat sich richtig verhalten. Nur ich bin immer ausgewichen, dass ich auf die Seite ausweiche, wo er nicht ist, weil da gibt es auf die Viers. Ich muss sagen, unsere Viererkette nicht perfekt gelaufen, bis du reinkommen bist, Erwin. Da waren wir leider Gottes nicht mehr in der Viererkette, sondern in der Schneekette. Danke. Auf die Schneekette zurückkommen. Hat euch das Fest gefallen? Und ich glaube, wir gratulieren den Erich Wieser noch mal, was er auf die Füße gestellt hat. Ja, natürlich. Ich habe ihm schon mal gratuliert heute. Und was der Erich Wieser auf die Füße gestellt hat, die letzten oder die 55 Jahre, wo er arbeitet an den Verein, das ist einzigartig in Österreich. Kurt, kurze Gratulation. Ja, ich darf heuer das erste Mal bei dem Fest dabei sein und ich muss sagen, fantastisch begeistert. Ich habe mich sogar entschlossen, dass ich hier bleibe über Nacht, weil es wirklich so schön ist und auch nette Leute da sind. Und ich bleibe, muss ich auch sagen, especially für die da. Das Problem ist, den Kurt kriegt man schwerer weg wie eine Geschlechtskrankheit. Meine Damen und Herren, von diesen Augenschein zur nächsten Gösser-Runde. Danke. Ich bin gerne gekommen, aber ich bin gekommen als Brückenbauer. Brückenbauer der Dialog, Brückenbauer der Kultur in verschiedene Formen. Und eine der Formen haben wir heute erlebt am Nachmittag, das ist der Fußball. Mit Fußball bringt man die Menschen zusammen. Es war eine super Veranstaltung, muss ich sagen, die nicht jeder zustande bringt. Das muss man mal vorwegnehmen. Und zum Spiel muss ich sagen, wir waren technisch, taktisch besser, aber ich habe mehr Glück gehabt. Nicht? Also das muss man euch anerkennen und gratuliere euch zum Erfolg. Nicht? 55 Jahre Gösserbauerei Elektra, eine wunderbare Veranstaltung. Und vor allem muss ich eines sagen, mit meinem Freund und Urgestein Harry Rauch, der was das Ganze für die Legenden gemanagt hat, und natürlich deine Tätigkeit, dass du das Top-Team 20 da zusammengebracht hast, wo du natürlich Verbindungen überall hin hast, weil schlussendlich bist du auch Spielermanager, hast schätzungsweise 50 Leute unter deinen Fittichen, aber ich muss eines sagen, man muss einmal einen Fußballclub, eine Firma wie die Gösser Brauerei und einen Mann, der sich gefunden hat, vor 55 Jahren einen Betriebsverein zu gründen und den, was es heute noch gibt. Und ich muss dir eines sagen, lieber Erwin und Harry, ihr wart zwar super Burschen, ihr habt das Glas aufgezogen und ich bin stolz, obwohl ich meine Karriere beendet habe, hier dieses Match zu kommentieren und mein Bestes zu geben und sagen, es war eine tolle Veranstaltung.